Leute, Tag 2 von Suro. Diesmal wird sogar PvP angemacht. Kann ich wieder überleben? Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Spark of Phoenix. Hallo. Jetzt Phil. Was los? Ich bin eh froh, dass ich die erste Folge überlebt habe. Das ist meistens schon eine coole Aktion. Ich habe sogar beide erste Folgen überlebt. Also scheinbar war ich da immer ein bisschen nicht ganz tollpatschig. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen für den Anfang. Eben, wenn ich play. Oh, hi. Bist auch schon da. Ja, ich bin jetzt da. Wir haben eh nur mehr 2 Minuten. Ja. Jo, moin. Hi. Hi. Oh, moin. Und gleich geht's los. Oh, ja, 1 Minute noch. wird wieder interessant. Ich bin sehr gespannt. Eine Sekunde. Let's go. Drauf. Okay. Oh, hier sind ganz viele Schweine gespawnt. Oh, ja, okay, das ist wichtig. Lass uns die gleich killen. Ja. Oh, Zinus ist direkt gestorben. Zinus ist gleich tot. Das ging sehr schnell. Oh, wenn das mal nicht ein Bug war. Ja. Meint ihr wirklich? Dann weiß ich es nicht. Ich glaube. Ich kann die starten. Und Klim ist nächste. Oh Gott, sterben gleich wieder welche. Ich hoffe nur. PvP wird in 10 aktiviert. 10 Minuten, oder? Ja, okay. Ich glaube, das heißt eben. Ich wollte gerade fragen. Ich hoffe nur, dass es nicht so. Nicht 10 Sekunden. Wird, in 10 was? Weiß. In 10 Tagen? In 10 Jahren? Ja, eine 10. Folge. Dann eine 10. Staffel? So. 10. Folge ist schon die Tutorial. Ich bin übrigens am Lagerfeuer, ne? Hab hier eine schöne Angel. Okay. Oder oh, da bist du, ja, okay. Also ich grab jetzt nach oben und guck, was ich finde. Stimmt, Essen haben wir ja auch noch ein bisschen. Boah, Lachs, das kann ich noch drauf machen. Moment, das kann ich. Ah, schade. Kann ich echt alles. Okay, was hast du einen Ofen noch schnell? Kannst du mal kurz einen Ofen setzen? Ja. Wie viele soll ich setzen? 2 oder so. Weil, oder, ja. Ja. Okay, also gehen wir jetzt dann gleich dorthin, was wir ja gesagt haben. Ja. Können wir dann machen. Aber warte auf mich ganz kurz noch schnell. Bin gleich da. Ich bin schon bei Kies-Ebene. Ja, kein Stress. Darf mir so. Das sind aber bestimmt auch noch dann mehr Mobs auf der Map unterwegs, ne? Ich meine. Ja, ich hoffe mal, dass wir Hühner finden. Wegen Pfeile und sowas. Ja, das ist echt wichtig. Den Bogen kann ich mir. Ah, ja, stimmt. Ich mache mir noch eine Eisenaxt, weil die ist ja für PvP eigentlich ganz gut. Kannst du uns vielleicht auch eine Armbrust craften? Oh. Armbrust? Ja. Wir haben keine Pfeile, also macht wenig Sinn bis jetzt. Ja gut, aber falls wir dann Pfeile bekommen, craften wir jedenfalls schon mal einen Bogen. Ich würde gern gucken, welche Höhe ich bin, aber ich traue mich gerade nicht. Aber du bist ein bisschen abgehackt, glaube ich, ne? Achso. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen die Sprachaktivierung runterstellen, oder? Ja, wahrscheinlich. Yes. So, ich bin. Und das geht wie. Warte, seid ihr das? Jetzt Phil, ich hab euch. Das seid ihr. Hallo. Okay. Oh, nice. Sehr gut. Moin. Frieden. Ich muss was essen, endlich. Nice. Okay, wie viel bekomme ich jetzt dazu? So. 9 habe ich am Ende. Okay, jetzt kann ich essen. Also ich habe 8,5 Herzen dann. Okay. Ich habe jetzt, ich esse gleich nochmal eine. Und das Lagerfeuer kann auch einen heilen, oder? Ist das so? Nein, ist nur braten, oder? Naja, wollen wir kurz die Goldäpfel machen? Oh Gott, Achtung, Zombies. Ich habe kein Gold mehr. Ich habe wieder Menge Gold. Mach du mal, weil ich gebe dir 2 Äpfel hier, weil das, zwei Äpfel kannst du machen. Gedroppt. Habt ihr denn das Table? Ja, jetzt esse ich nochmal. Muss ein bisschen Crap dann auch noch rausschmeißen. Einmal außen rum einfach nur, oder? 8 Goldäpfel. Genau. Genau, außen rum. Ich habe 2 Goldäpfel, habe ich. Okay. Ja. Kannst du mir einen geben? Ich geb dir einen, ja. Oder was, behalst du dir? Ja. Philipp, gibst du mir einen? Was? Goldäpfel oder was? Goldäpfel, ja. Weil ich habe nur einen Goldäpfel bisher. Ja, okay, ach so, ja klar, dann auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, dann ziehen wir los, oder? Okay, ja. Wisst ihr in welche Richtung? Du weißt am besten, Pets, ne? Weil ich gebe dir noch 2 Suppen hier, Zeo. Ah, super. Ja. Okay, gut, dann gehen wir gleich. Warte kurz. So. Okay, dann bauen wir das kurz weg hier. Ja. Okay, dann rennt mir mal nach. Okay. Oh, ja. Glück war das jetzt keine Lava. Oh, ich würde noch gerne den Wasser einmal hier hinsetzen. Okay. So, wir müssen hier außen rum. Ja, okay. Ich bin gespannt. Skelett. 10 Minuten, das ist nicht mehr so lange. Wir müssen auch auf die Uhrzeit. Oh nein, achten. Pass auf das Skelett auf hier. Ja. Oh nein, so. Oh nein. 5 Minuten, okay. Hier ist der Sand. Ich würde sagen, ab jetzt. Das ist, ich jetzt keinen Bogen hab. Warte, nicht. Okay, da ist Sand, ja. Ja, ich habe den Eingang. Okay. Oh, ich muss echt noch. Wow, okay, das ging schnell. Den Eingang gefunden. Ich muss echt noch essen jetzt. Was ist denn das? Was sind die hier runter? Hier sind sie, okay. Aber meinst du, die sind da noch? Wir sehen keinen, ne, gerade? Ja, vielleicht sneaken sie, weil die haben uns bestimmt bemerkt. Hey, haben die das komplett zugeschüttet hier mit Wasser?
Ich kann noch mal ein Süppchen essen. Vielleicht zum Heilen und Ein schönes Süppchen. Kann das sein, dass die es zugeschüttet haben hier? Aber das wird schwer, solche in der Höhle zu finden, ne? Glaube ich. Das ist alles sehr, sehr im Kies und so. Das ist gemein hier. Sieht man das nicht einmal, ob es... Also, ich weiß nicht, ob die Höhle groß ist, aber wenn es so kleine Höhlen sind, da die Leute aufzuspüren... Das ist komisch jetzt. Dann gehen wir so weiter, rumlaufen. Oder? Sommer? Okay. Ja, ich bleib bei euch. Ja. Dann gehen wir mal hier den Berg hoch. Ja. Machen wir einfach mal. So. Habt ihr einen Lava-Eimer eigentlich? Ja. Ja. Okay. Oh, da oben ist ein Huhn. Das ist echt sehr wichtig. Bisschen Nahrung. Also, seid ihr alle full life? Ja. Oh, nein, nee, nicht ganz. Aber gleich dann. Das Blöde ist gleich mich angeschossen. Aber es sind halt 8,5 Herzen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir rennen eher Richtung Vulkan, oder? Weil wir rennen praktisch jetzt wieder zurück. Boah, beim Vulkan waren viele, okay. Achso. Oder mehr so in Richtung Mitte einfach, also eher so jetzt links dann. Ja. So, jetzt bin ich dann full life. Stimmt, Angel brauche ich nicht, dass ich auf die Idee komme, wirklich. Okay, PvP in 3 Minuten. Ich mach die Angel mal weg. Ja. 3 Minuten, okay. Oh, oh. Da ist halt hinter mir, ja. Dann sieht schon anders aus. Leute. Okay. Ja, Schwein mitnehmen. Achtung, Zombie. Ja, das wird jetzt was. Das sind XP, da war jemand. Meinst du heute schon? Naja, ich weiß nicht. Es sind 5 Minuten eigentlich schon vergangen. Ich dachte immer so, dass es halt dann trotzdem vergeht, dass die Items im nächsten Folge nicht mehr da sind, wenn man sie liegen gelassen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die Map offen lassen oder so. Aber sonst, die spawnen ja schon, ne? Nach einer Zeit, denke ich mal, die Items. Ja, Da sind welche hinter uns. Echt? Echt? Oh, ja. Okay. 2 Minuten. Ist das? Stege und Let's Hugo, verpisst euch! Faro. Ja. Oh Gott, was weiß hat nicht, hingelaufen? Die, weiß nicht, ob die uns verfolgen. Aber jetzt sollen wir erstmal hier chillen. Was sollen wir machen? Die werden uns sicher killen, die sind zu viert, glaube ich. Ja, die sind zu viert, verpisst euch. Ja, okay, dann lass mal ins Gebüsch. In ja, den Wald da, oder? Lass mal hier runter, irgendwo Hast du auch einen Fallschaden, Jungs? Vielleicht gehen wir auf den Baum drauf, aber... Ja, ich weiß nicht, ich gehe jetzt auf den Baum. Ja, das ist auch nicht schlecht. Haben die einen Bogen? Denke nicht. Ich glaube, wenn noch nicht so viele Pfeile auch dazu. Wenigstens haben wir einen. Ja. Oh Gott, wenn wir jetzt runterfallen. Ja, das ist eigentlich echt risky hier, ne? Ja, das ist wirklich risky. Warum sind wir auf den Bäumen? Bisschen Jump'n'Run hier noch am Start. Mich? Okay, das seid ihr. Die verfolgen uns aber nicht, oder? Nee, glaub nicht. Ja, die sind da unten, die schießen uns runter. Ich glaube, da hat jemand einen Crossbow. Die werden uns gleich abbildern. Gehen wir nochmal zurück auf den Berg. Oder wir bleiben hier oben, wir sind hier eigentlich safe. Warum müssen wir gleich so ein starkes Team treffen, das in Überzahl ist? Ich verstehe es nicht. Ich Gott. Ich glaube, wir sind sicher tot. Nein, hey. So sagen wir Falls das nicht. Falls die uns mit uns kämpfen. Also mit der Ansicht gehen wir hier nicht ran, mein Lieber. Sieh mal, Lava einmal ein bisschen Kronen. Vielleicht sind die auch ganz friedlich. Weil wir machen vielleicht ein bisschen flach hier. Seid ihr schon unten jetzt, oder was? Theo, wo bist du? Ich bin oben auf dem Baum noch. Ja stimmt, wo bist du eigentlich? Auf dem Baum oben bin ich. Soll ich runterkommen? Bei welchem Baum bist du? Alter, du bist voll weit unten. Pass auf. Pass echt auf. Nicht, dass in 10 Sekunden geht's los. Pass auf, die schießen uns. Die schießen vom Berg ab. Wir sind eingekesselt, ja. Oder wir hauen ab die letzten. Okay, jetzt geht's los, scheiße. Das heißt, es geht los, ja. Ja, aber wir haben eine gute Position hier oben. Aber wir haben keinen Bogen. Okay. Tot. Die sind böse. Du bist tot? Ja, logisch. Oh. Okay. Ja gut, so schnell kann es gehen. War auch blöd, dass ich auf die gestoßen bin. Nicht Basti, das war nicht gut. Dankeschön, Unge, für dieses super schöne Projekt. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich bin gerne wieder dabei bei warum sage ich immer hier die Hotsuru 3? War sau cool. Dankeschön. Und ja, schade. Glück gelaufen. Ich wollte diesmal ein bisschen mutiger sein. Das war jetzt der Punkt, wo ich leider damit rechnen musste, dass ich dann auf die Fresse bekomme. Aber was soll's. Also... Ist ja nur ein Spiel. Nicht auf keinen Fall Leute haten, die mich umgebracht haben. Das ist vollkommen okay. Und das Stegi-Team, ich mag Stegi nicht mehr langsam. Ich mochte den Typen mal voll gern, aber jetzt schon wieder. Immer wieder ist er irgendwo schuld dran. Naja, was soll's. Dankeschön fürs Zuschauen und dann, nächstes Mal Suru wieder ein bisschen passiver spielen. Aber ich hab's gewusst, wo die denn da waren und so. Eigentlich hätten wir weglaufen sollen, solange noch, ob es jetzt Phil oder so hat. Überleben die das, Karina, was meinst du? Überleben die das, Carina?
eher nicht, gell? Das, weil wenn die Bogen alles schon haben, jetzt Phil ist auch tot. Und dann wird unser Kollege vermutlich auch gleich sterben. Die werden ihn nicht entkommen lassen. Petscraft. Ja. Ja, auch tot. Mein Team ist tot. Habe ich mich leider den Falschen angeschlossen. Das war's wohl. 12 Personen sind tot. Und das sind 14 Minuten, also pro Minute ein Tod schon. Das ist mal eine Leistung. Und es sterben gerade schon weitere Leute. Warum musstest du bei Basti-Truppe treffen? Ja, mei, so ist es, ne? Jetzt sind sie noch 81. Vielleicht ist Suro auch gleich vorbei, dann können wir gleich nächste Staffel starten. Meine Bitte an Ungewehr, mach nicht, dass man nur Diamanten durch Töten bekommt. Weil das ist dann einfach, das ist zu viel Belohnung so. Reef wurde getötet gerade. Phoenix war unter der Erde und er hat Cornel getötet. Ja. Phoenix hat Cornel getötet. Nix, das ist tot. Nihilo ist auch tot. Alter, ist auch raus. Alter Schwede. Krass. Oh, Quinzel ist tot. Wow. Quinzel ist tot. Yomaro hat, Space hat Quinzel getötet. Mit dem Pfeilschuss. Und auch Lucky Luke. Aber man merkt deutlich, alle Tode sind oben haben stattgefunden. Das heißt, wäre ich nicht rausgegangen, mal wieder, hätte ich überlebt. Aber, ja. Wie gesagt, ich war halt so, was soll ich denn in der Höhle noch machen? War weiter Eisen farmen, für was? Also ich hoffe, dass Suru 30 etwas ändert. Weil sonst läuft es immer genau gleich ab. Man baut sich Eisenrüstungen und Eisenschwerter und dann kommen die PvP-Leute und killen ein. Das wird immer das gleiche System sein. Also für mich, weiß nicht, vielleicht mache ich Suru 3 noch mit. Aber wenn sich dann wieder nichts ändert und in Suru 4 wieder so ist, dann werde ich immer mir überlegen, ob ich dann doch lieber keinen Bock mehr auf Suru habe. Weil es muss sich was ändern, was es angeht. Es darf nicht immer dasselbe System bleiben. So, weil ich als Zuschauer würde mich auch irgendwann langweilen. Gut, vielleicht, wenn man jetzt ein riesen Zugu-Fan ist und sagt, juhu, macht so Spaß zuzugucken, wie das Hugo Menschen tötet. Ja, na gut, dann okay. Aber halt, wenn man jetzt an einem gesamten Projekt Bock hat, dann ist es halt ein bisschen langweilig, weil dann macht der Feiergolem mit und dann Feiergolem baut sich ein bisschen was zusammen, dann kommen die PvP-Türkinden-Typen weg und dann war es das wieder, dann so, wow, geiles. Also ich finde das halt ein bisschen, finde ich ein bisschen schade so, also das ist so meine Kritik an dem Ganzen. Ich fand halt zum Beispiel Suru 1 vollkommen okay, so wie es war, aber es muss sich halt was ändern dann, so, naja, was soll's. Das war Suru für mich. Ich werde selber irgendwie mal reingucken und das Projekt auch weiterhin verfolgen, gucken, was dann rauskommt. Ihr könnt gerne trotzdem, also alle, die es voll, keine Ahnung, mein Gaming-Kanal nur abonniert haben wegen Suru, die müssen halt warten, bis Suru 3 kommt, aber es kommt ja nach wie vor auch anderer Content, also da kann man sich dann auch drauf freuen. Es ist sofort Seo getötet worden von Basti, ja. Sofort, sofort. Da bin ich weggeschossen worden. Und Mitsuri, Wolf hat die Stilo getötet. Okay, der Diamant liegt da oben. Okay, Basti hat gerade Seo getötet, aber instant nach dem Start und Mitsuri wurden getötet.